Was ist die Wartezeit von 35 Jahren? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Wartezeit von 35 Jahren ist die sogenannte Mindestversicherungszeit für diejenigen Versicherten, die eine Altersrente für langjährig Versicherte oder für schwerbehinderte Menschen in Anspruch nehmen wollen. Dazu brauche ich die Wartezeit von 35 Jahren. Sie kennen die Altersrente für langjährig Versicherte unter dem Stichwort Altersrente mit 63 Jahren. Als Wartezeit auf die 35 Jahre zählen generell Pflichtbeitragszeiten für Versicherte, Beschäftigung und Tätigkeit, Berücksichtigungszeiten, Zeiten von ALG 1, von Hartz 4, von Arbeitslosenhilfe, einschränkungslos, Zeiten des Bezugs Krankengeld, Übergangsgeld, sowie soweit diese Zeiten auch tatsächlich Pflichtbeitragszeiten sind. Freiwillige Beitragszeiten, Anrechnungszeiten, Ersatzzeiten und jetzt kommt der Unterschied zu den 45 Jahren, es zählen auch die Zeiten vom Versorgungsausgleich und Rentensplitting mit dazu. Die Altersrente für langjährig Versicherte können Sie schon mit Vollendung des 63. Lebensjahres in Anspruch nehmen. Es zählt jeder Monat, nachrechnen lohnt sich tatsächlich. Nutzen Sie unser Rentenberechnungsprogramm auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.